Ich guck mal, Chat. Okay, weiter geht's hier. Zack. Also die Aussicht schon sehr geil. Banjo, danke auch für deine 5 Naschis. Chat, schau da mal eine Bombe für Banjo raus. Careful, if you're headed for Pilgrim's Perch, friend. The hallowed sentinels don't welcome everyone who's crossed countless miles of... All I wanted was to serve the divine judge, but they deemed me. What's a poor, rejected disciple? I gave away most of what little I owned before. But if you've got some traveling of your own to... I know, it doesn't look like much. Stick. But it's been a... It's a harsh wind, but a tree that doesn't... It's a harsh... But a tree that doesn't... Ich hab einfach einen Stick bekommen. Das ist eine Waffe. Der hat mir einfach eine Waffe gegeben. Eine Stickwaffe, ja moin. Ich muss an der Stelle auch wirklich das Game und auch Lies of P nochmal loben. Beide Games, völlig unterschiedlich im Grafikstil. Und auch von der, also von der Optik, beziehungsweise die Welt, die sie sich ausgesucht haben. Aber beide lassen einen sofort sich in einem Souls-Game zu Hause fühlen. Sehr geil. Wirklich dicke Props an beide Games. Und ich hatte tatsächlich ein ganz bisschen Nasenbluten. Auch bei Lies of P, aber auch bei Lords of the Fallen. Weil einfach in den Streams das Game irgendwie grafisch dachte ich, oh, schwierig. Aber ich habe ja auch nicht mega lang zugeschaut, um mich nicht großartig zu spoilern. Hey. Aber es lässt sich einwandfrei spielen. Einwandfrei. So, wie viel brauchen wir nochmal zum Level Upen hier? 2000. Ich weiß nicht mehr, welche Zahl war rechts? Ich glaube, links ist das, was ich brauche. 2500? Nee, das habe ich. Also hätten wir jetzt schon ein Level Up. Ein Level Up. Wofür sind diese Karten? Ah, scheint so eine Art Schatzkarte zu sein. Oh Gott. Hey, Burger! Danke für deine 4 Naschis. Ich will jetzt mal hier besser parieren, auch für normale Gegner. Guck mal, wie tanky ich jetzt bin. Geil. Das zieht mir einfach nicht so viel ab. Meine Waffe ist so schön schwer, dass ich die Gegner immer unterbreche. Mal schauen, ob wir später auch noch eine bessere Stärkewaffe finden. Und es scheint fast gar kein Fallschaden zu geben. Der Gegner hat einfach ein HP, stirbt aber nicht beim Fallen. Und die Lampe tut auch immer reagieren, ne? Okay, das geht nur, wenn wir in der Todeswelt sind. Und da kommen wir hin, wenn wir sterben. Also wissen wir, da ist schon mal ein Spot. Mana-Steinklumpen. Ich hab nicht mal Mana. Oh Gott, die Frames. Mann, warum? Tut ihr mir das an? Ihr Schweine. Ihr Schweine. Ihr Schweine. Du Schwein. Na, was machst du jetzt, hä? Boah, ich fühle mich so stark. Das ist immer so ein geiles Gefühl in einem Souls-like. Ja, genau, setz dich hin. Hier. Und da. Und jenes. Zack. Hey, Bird, Wild Birdie mit den 5 verschenkten Naschis auf Lock. Chat, eine Niepine-Bombe. Wir kommen an die 5 neuen. Die Battle nach Echsen, so sieht's aus. Der battelt auch. Komm, fall. Fall runter, du Hund. Hier wird nicht gebetet. Ich find's nur so weird, dass man keine Ressourcen angezeigt bekommt, welcher Gegner wie viel gibt. Dadurch hat man immer noch so, also, ich habe nie ganz auf dem Schirm, wie viele Runen kriege ich jetzt eigentlich von dem Gegner. Beziehungsweise nicht Runen, sondern Kraft. Heißt es Kraft? Ich glaube, es heißt Kraft. Kann ja überall ein Item drin sein.
Hey, danke noch für die 5 Subnautica. Kustigi. Danke für die 5. Vielen Dank. Also da steppt man hier hinten da und dann wird man nicht mal mit einem Item belohnt. Das ist ja wirklich fürchterlich, finde ich das. Also die Äxte sind nicht mal schwach. Wenn ich da ein bisschen was in Stärke reinballer, noch, dann machen die richtig Aua. Dann sind die sogar vielleicht bei Bossen sogar relevant. Also ich fühle mich jetzt gerade sehr, sehr, sehr stark mit dieser neuen tankigen Rüstung. Da werde ich den nächsten Boss sowas von lang machen. Subnautica nochmal mit den 5. Ey! Bereit! Danke für die 5, mein Dude Star. Oh, was haben wir denn hier? Hä? Ach, ich muss... Geht das nur in der Totenwelt? Ah, es geht nur in der Totenwelt. Alter, ich sehe auch so pimp aus, Mann. Juhu! Geiles Game. And on your feet, you are on sacred ground. And we are yet to see whether you are deserving of that honor. Schauen wir mal mit dem Händler finden, der uns diese eine Ressource handelt. Korrekt, wenn ihr euch bedankt, Chat. Liebe. Und da die Legs machen heute kein Auge, Chat. Gutes Karma, ich hoffe, ich hab's jetzt nicht gejinxt. Heute noch, ich will weiterspielen. Und wieder 2 von denen. Ich glaube, ich gehe jetzt ein bisschen in Stärke. Tanky ist immer genug. Bisschen Damage. Was soll der Geiz? Gibt es einen Niederschlag? Also du kannst Gegner auch aus der Haltung schlagen und dann einen Crit machen, ja? Was war das jetzt nochmal? Das Rote. Das habe ich immer noch nicht ganz gecheckt. Das war doch, der zeigt uns an, wo unsere Runen liegen. Aber wir haben doch jetzt gar keine Runen, die rumliegen, oder? Wo willst du uns dann hinführen? Führe uns. Oh Gott, macht das Damage. War das jetzt? War das das schon? Wir haben irgendwie so Augen bekommen. Augen, die Augen. Hat das was mit Multiplayer zu tun gehabt, Chat? Muss ich sagen, finde ich irgendwie dann nicht so nice, wenn, obwohl ich im Offline-Modus das Spiel spiele, trotzdem Multiplayer-Mechaniken greifen. Muss man das Game dann mit PlayStation Offline-Modus spielen. Oder es ist vom Spiel her immer. Also ist es sogar im Offline-Modus vielleicht. Kann ja sein. Oh, da ist noch ein Item. Din, 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 din. Dieses plärrende Baby. Kleines Delarium-Fragment. Für
Ach, ein Erz für einfache Waffenaufwertung. Stimmt, wir haben ja noch gar keinen Schmied oder so gefunden. Hätte auch sein können, dass es tatsächlich mal ein Souls-like, was komplett ohne Waffenaufwertung auskommt. Wie beispielsweise Sekiro, ne? Wo man ja quasi seinen normalen Damage nur aufwertet, indem man Boss-Erinnerungen sich erneut... Ihr Fixer. Aber ich bin so tanky! Vielleicht muss ich auch öfters mal gegen Gegner diese Lampenmechanik benutzen. Die Seele rausziehen. Also Schwierigkeit kann ich noch nicht so viel zu sagen, Chat. Bis jetzt finde ich es nicht so schwer. Klar bin ich jetzt beim ersten Boss ein paar Mal gestorben, aber dass man bei einem Boss stirbt, gehört bei einem Souls-like dazu. Besonders, es hat halt ein eigenes neues Kampfsystem. Da ist man ja nicht so warm sofort. Also so tanky bin ich jetzt auch nicht, ne? Ich glaube, hätte ich noch die andere Rüstung, würde ich mich hier auch wieder two-shotten fast. Na gut, gehen wir mal weiter. Auge rechts. In der Totenwelt bedeutet das Auge quasi, der Tod beobachtet dich. Und wenn das Auge voll ist, dann spawnt so ein Elite-Gegner. So ein Geist, der deinen Arsch jagt. Irgend so ein Blutgeist. Wie präzise fühlt sich die Steuerung an? Nicht so präzise wie in Lies of P, aber gut. Also absolut solide. Ja genau, das Auge macht quasi Auge. Das Auge besagt dir quasi, wann es Zeit wird, die Totenwelt wieder zu verlassen. Aber dafür, solange sich das Auge füllt, kriegst du immer wieder ein bisschen mehr Ressourcen. Da steht ja dann auch so ein Multiplikator dran. Den haben wir jetzt auf 1,0, ne? Also wir haben ganz normal Ressourcen-Income. Und der steigt dann in der Totenwelt. Auch ein geiles System, also wirklich. Die haben sich echt eine geile neue Mechanik hier ausgedacht. Hier schauen wir erstmal hier lang. Das manchmal. Ich will im Sprint ein Item aufnehmen und er springt dann erstmal, bevor er das Item sich krallt. Okay, Shortcut. Wahrscheinlich. Kampfsystem sieht vielleicht träger aus, Chat, als es ist, aber ist es nicht. Lol, man spawnt sogar neu. Schau einer an. Sogar wenn man runterfällt, sagt die Totenwelt, komm zurück, Bruder. Ey, Quatschkopf, danke für den Raid. Ja, das mit denen gegen die Wände schlagen, manchmal bleibt deine Waffe stecken. Manchmal bleibt die Waffe stecken, also da muss man auch gucken. Chad, ich weise auch nochmal darauf hin, ne, dass das Spiel mir gesponsert wurde von den Brees. Und ich es ja auch schon hätte früher spielen können. Ich hätte es schon gestern spielen können, aber gestern, ne, hatte ich mich ja etwas energielos gefühlt. Deshalb erst heute streamen. Ist einfach wichtig, Chat, dass man nicht auf Krampf Streamern macht, nur weil halt das Game neu ist und so. Und dann schläft man fast ein oder fühlt sich nicht wohl, ne? Deshalb heute mit gutem Schlafrhythmus und viel Energie. Nochmal ein bisschen Stärke hier. Bup, bup. Ja, stimmt, das Springen fühlt sich zu kurz an. Dafür, dass der so einen Speed drauf hat, ist der Jump echt zu kurz. Da hast du recht. Okay, hier oben ist auch noch eine Leiter. Wurden ja auch gesponsert, Chat. Eigentlich nur 2 Stunden. Wir haben gleich 3 voll. Da freuen sich hoffentlich die Spieldesigner. Morgen haben wir nochmal 2 Stunden auf Lock. Ich hoffe, das auch zu sagen.
bisschen abchillen bei den Glocken. Mimocken. Ich würde sagen, Totenwelt ist wahrscheinlich hier wieder alles offen, oder? Aha. Granate. Oh, ich will ein Item gucken. Also diese normalen kleinen Scheißer werden noch richtig nerven in der Totenwelt, glaube ich. Aber es gibt immer mehr zu entdecken. Es gibt einfach immer zwei Welten zu entdecken. Schon geil. Wirbelsäule. Immer die Items angucken, Chat. Wichtig. Damit werden im Laufe der Zeit Seelenschinderladungen wiedererlangt. Seelenschinder war dieser blaue Punkt, ne? Um Seele rauszusaugen bei den Gegnern. Oha, ein komplettes. Komplettes Item-Set. Rüstungsset. Was ist die Story? Das ist eine gute Frage. Wo sieht man, wie voll das Auge ist? Siehst du diesen weißen Rahmen? Der ist jetzt ganz oben so ein Ticken gefüllt. So bis ungefähr 3 Uhr. Bisschen weniger. So 2,5 Uhr. Und je länger ich jetzt in der Welt abchille, desto voller wird der. Fazit bis jetzt, bis auf die Frames, einwandfrei. Frames hier und da sind Aua, aber wir hatten noch keinen Bug und auch keinen Spielabbruch, ne? Von daher, es ist okay mit den Framerinos. Hast du einen Controller selber gestaltet? Klar, Bruder. Ich kaufe nie Controller von der Stange. So, ich besiege jetzt die nicht nochmal alle. Dann wären wir echt viel zu lange im selben Gebiet am Rumchillen mit den Grillen. Okay, von der Höhe gibt es ein bisschen Storzschaden. LOL. Hä? Er hat mich runtergekickt und weil ich ins Totenreich gegangen bin, hat's ihn runtergekickt. Bruder, was für ein geiler Karma-Moment. Also verdient hat er das auf jeden Fall. Hallo, ich hab den doch anvisiert. Ihr Lappus. Schmiemappus. Was macht denn der da oben? War der da die ganze Zeit schon? Ah, jetzt kann... Ah, also in der Totenwelt ist man schon im Nachteil, weil immer dieser graue Balken, auch wenn man sich healt am Start ist, und dadurch, wenn man gehittet wird, verliert man immer deutlich mehr Leben. Außer man macht bei den Gegnern Damage und tut das wiederherstellen. Na, Chat, ich will nicht in den Tod fallen und schon meinen Wiss schon einmal tot hier verbraucht haben. Deshalb gehe ich nochmal zurück. Jetzt ohne runterfallen diesmal. Bro! Diese Rolle ist so gefährlich in dem Gebiet.
weil es so weit geht. Diesmal nicht. Din, 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 din. Din, 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 din. Flup. Das ist wirklich der kleinste Sprung der Welt. Das passt irgendwie gar nicht zu dem Speed zusammen, den man vorlegt. Ah! Ich hab noch... ich hab nicht die Lampe gehabt. Das wird ein bisschen dauern, dass ich mit dieser Umschaltmechanik zurechtkomme. Sprungpassagen in Souls-like lieben wir doch alle. Ah! Din, 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 din. Ich hab X gedrückt, du Nuckengame. Ja, und beim zweiten Mal geht's wieder auf einmal, ne? Klassiker wie Beto. Was habt ihr davon? Und das Game hat... Das Game merkt sich, wie oft ihr zuschlagen drückt. Also wenn ich die ganze Zeit zuschlagen spamme, dann schlägt der so oft zu, wie ich zuschlagen gedrückt habe und hört dann nicht irgendwann auf. Deshalb habe ich auch manchmal beim Bossfight so in die Luft reingehauen. Bitte? Ich wusste es. Warum höre ich denn nicht auf meinen Instinkt? Ich habe es mir so gedacht. Ich wollte gerade sagen, das ist wieder eine perfekte Stelle, damit uns ein Gegner runterschiebt. Nur dafür sind die wieder im Spiel drin. Unerträglich. Jetzt am besten noch einmal runterfallen, dass alle Seelen weg sind, dann wäre ich wirklich happy. Oh mein Gott, ich habe fast den hier wieder vergessen. Oh nein, die Sprungpassage. Please, no! Please, no! Na, ihr müsst mal drauf achten, wenn ich einen Gegner anvisiert habe. Dieser weiße Punkt ist gleichzeitig auch... Also das bedeutet, dass ich ihn anvisiert habe und ist gleichzeitig auch seine Haltung. Arm und frei, Arm und frei. Aber ihr wisst ja, alles kein Problem, solange man nicht die Seelen verliert. Dann farmt man sich halt noch mal ein paar müde Kreuzer auf Tasche. Zack, zack. Wo sind jetzt meine Seelen? Hatte der uns nicht runtergeworfen? Ne, da oben war es. Einmal ein Stückchen weiter noch. Aber ich war gerade verwirrt, weil in der Totenwelt sah das hier ein bisschen anders aus. Der verwirrte Boss. Also die Waffen scheint man zu upgraden zu können, weil wir haben schon Upgrade-Steine dafür gefunden. Digga! Aber kein Scheiß! Das kann doch einfach nicht wahr sein! Wichser. Wesen hat die Totenwelt uns davor bewahrt.
Neues Meme. Digga, weißt du, was ein Meme ist? Dass deine Schwester Onlyfans gemacht ist und der Einzige, der da abonniert hat, ist dein verdammter Hurenvater. Weil die Alte einfach hässlich ist wie Sau. Das ist ein Meme. Hebel, ja. Der war wieder ganz schön garstig! Aber imagine, der eigene Vater. Der eigene Vater abonniert. Natürlich nur um zu supporten. Kappa. Ich hätte gedacht, dass die Welt der Toten vielleicht irgendwo der Aufzug offen ist, sodass ich runterspringen kann. Also früher raus. Eisengriff. Klingt wie eine Waffe. Nee, keine Waffe. Eine Färbung. Aha. Das haben wir ja vorhin gesehen, da unten in dem Raum. Ah, by the way, Eisgriff, nicht Eisengriff. Also ich könnte schwören, dass man irgendwie aus dem Aufzug raus kann und dann hier oben drauf. Das sieht doch so provokant aus. Da ist sogar extra ein Ding. Eine Leiter. Ey Michi, auch auf der PlayStation gibt es Frame Drops. Aber es ist aushaltbar. Es ist aushaltbar. Aber die haben ja schon angekündigt, dass sie es fixen und ja, ist okay. Ja, natürlich schöner ohne. Da muss man halt auch einfach Lies of P wieder loben. Lies of P ist in so einem unfassbar guten Zustand released worden. Eigentlich perfekt, ne? Da gab's gar nichts zu meckern. Shortcut? Nee. Wir brauchen hier wieder den Himmelsrad-Brückenschlüssel. Hier hinten sieht aus wie ein Bonfire. Wie gefällt ihm bisher sehr. Ah, lohnt sich das jetzt wieder für so eine Erinnerung in die Totenwelt zu gehen? Wahrscheinlich schon. Divine dear, witness this offering I make to you. Lies of P werden wir auch noch nach und nach auf Platin spielen. On stream. Morgen machen wir auch noch ein bisschen Assassin's Creed davor, dass da auf YouTube auch das Let's Play weitergeben kann. Und ich schätze noch ein, zwei Sessions dann sind wir mit Assassin's Creed auch durch. Spätzle mit Lorch. Ja. Und dann easy. Falle ich da runter? Nee, ich kann so rüberlaufen. Wenn ich jetzt die Lampe loslasse, dann falle ich, oder? Ah, perfekt. Sackgasse. Da lasse ich los. Zack. Ah, da war ein Item sogar. Ey, was soll denn die Scheiße? Ah, ich dachte schon. Das sah ja voll glitchy gerade aus. Ich dachte, ich falle einfach nochmal in den Tod. Und wieder Sub-Modus. Ah.
weil die Leute es nicht peilen mit den Spoilern-Mäulern. Dann halt so. Dann einfach Bunker zu. Tüt-tüt. Hä? War ja nicht ein Bonfire vorhin? Das war wieder nur so ein kleines, ne? Oder? Dass man so schnell sprintet, ey. Und dann so ein Minijump. Das ist ein Souls Lake, Chat. Ja. Ausrufezeichen. L-O-T-F. Also es ist nicht direkt wie Elden Ring Traps, aber es ist halt ein Souls Lake, ne? Ich will jetzt nicht in den Tod fallen. Kann man das da überleben? Oder muss ich das kaputt schlagen? Nee. Hier sieht's aus, als könnte ich runterfallen. Ich wäre gern wieder in der Menschenwelt. Dann wüsste ich, glaube ich, wie es geht. Und ich habe noch einen von diesen Samen, aber ich habe keinen Spot zum wieder zurückkehren. Und hier ist zu. Das verstehe ich gerade nicht. Ich könnte komplett Mensch werden und wieder sterben, aber es muss ja auch ohne gehen. Aha, tatsächlich. Mal schau einer an. Also dafür, dass es so Mini-Zombies sind und die drei Schläge aushalten. Knüppel des Glaubens. Waffe wahrscheinlich. Tatsächlich. C-Stärke-Waffe. Voraussetzung Stärke 28. Meint ihr, das war so nicht geplant vom Spiel? Was ich dachte ist, Chat, man muss in der Menschenwelt sein und mit der Lampe hier oben reinlaufen und dann runterfallen quasi. So bis hier ungefähr laufen über meinem Kopf und dann nach hier unten fallen, dachte ich. Aber da ich jetzt gerade in die Menschenwelt nicht mehr gekommen bin, musste ich es halt so machen. Geht wahrscheinlich beides. Muss ja auch irgendwie gehen, wenn man dann dauerhaft ist, ne, in der Totenwelt. Wir haben den Schlüssel der Brücke gefunden. Okay, Chat, ich hoffe, ihr habt auf euren schlauen Notizblock die ganzen Türen euch aufgeschrieben. Das sind ja ganz schön Tankies. Okay. Oh mein Gott, Mann, was soll denn die Scheiße? Völlig random spawnt da irgend so OP-Gegner, Mann. Die ganze Zeit passiert nichts und dann spawnen da so zwei OP-Affen. Da könnte ich schon wieder mich aufregen drüber. Könnte ich da. Muss die ganze Scheiße wieder laufen, oder? Och, Digga, warum? Scheißspiel, ein Stern. Was soll das, Mann? Ganz ehrlich. Nuttensöhne. Ja, da bin ich im freien Fall. Wirklich so. Was macht mich so? Das ist einfach fucking Time Waste, die Scheiße. Ja, schmeiß mich wieder runter. Hahaha, was haben wir gelacht. Ja, laufen ist gesund. Wichsen ist auch gesund. Was nicht alles gesund ist.
Wie lange streamst du heute? In der Regel für jede Frage in die Richtung 5 Minuten kürzer. Die Nachbarn sollen wissen, dass ich ein Soulsack bin. Junge, das war viel zu knapp, Mann. Viel zu knapp. Also ich weiß nicht, ob die das mit Absicht gemacht haben, aber die Kamera ist hier manchmal der Endboss. Da habt ihr das gesehen. Schlag in die Wand. Ich meine, solange wir jetzt die Seelen nicht verlieren, ist alles okay. Aber irgendwas sagt mir gleich, war's das. Alter, das ist die ganze Zeit viel zu knapp, Mann. Von Hurensöhnen erfunden, die Scheiße. Von Hurensöhnen. Alle Seelen weg. Das ist einfach so. So eine Abfuck-Scheiße, Digga. Re-Rap, Mann. Sowas ist unerträglich, Mann. Und diese Laufwege, Mann. Wirklich wahr, du. Warum? Einfach eine Nuttenstelle wieder. Ich hatte voll viel Ruhen, Mann. Ich hab... Ach, Digga, das ist einfach sowas. Das ist einfach nervig, Bro. Einfach nervig. Wirklich wahr. Es ist nicht schwer, es ist einfach dumm. Einfach dumm, Digga. Und an der Stelle merkt man schon die Clunkiness. Ich habe mich schon gewundert, warum diese Gegner einen so mega weit schieben können. Das ist halt einfach, ja. Ja, damit man runterfallen muss. Kann gar nicht anders. Treehouse, danke noch für die 5 verschenkten Subs. Mords, Terrorkeks, auch einfach mal einen Tag Timeout geben. Und weil er Terrorkeks hat, noch einen Tag oben drauf. Auch mal 2 Tage auf Loch. War wieder viel zu knapp. Ich hatte mindestens ein Level-Up auf Tasche, Mann. Damit meine ich nicht Level-Up, was ich immer trinke im Stream. Jetzt läuft's hier wieder wie am Schnürchen, weißt du? Also es ist anders wie Lies of P, aber... Hat seinen eigenen Charme. Und der erste Boss war wirklich sehr schön. Aber ich bin mal gespannt, was das Game mit Schwierigkeit anzieht. Bis jetzt war wieder die Gravitation meine Endgegner. Wie sich hier immer Gegner unter den Kisten verstecken. Upgrade-Stein wieder. Ja, belohnen wird belohnt. Parieren wird belohnt. Hat er den gerade wiederbelebt? Ja, oder? Komm, greif mal an, Bruder. Oh. Belohnen wird belohnt.
Ich mache euch gleich hier wieder den Naruto-Run, Chat. Ihr wollt es doch. Gebt es zu. Movement ist gut, aber die Rolle ist halt so weit. Da muss man immer drauf klarkommen. Ey, Fresh Exe und Felix, danke euch beiden noch für die frischen Prime-Subs. Willkommen. Digga, schon 6,5 Stunden Live-Chat. Ich dachte gerade, es ist 2 Uhr. Es ist 0 Uhr 13. Ach du Scheiße. Satan. Ist bad beim Parieren. Dann, Ah, hier. Ah, hätten wir das vorher nicht nutzen können? Es war wahrscheinlich nicht ab, ne? Es kommt also immer wieder. Gut zu wissen. Was wollte ich sagen? Genau, wenn du Bad Bump parieren bist, dann roll mehr. Ja, das mit der Lampe-Patch ist ja trotzdem eine eigene neue Mechanik, ne? Also würde ich jetzt nicht unterschreiben, deinen Call. Gewisse Sachen, guckt, so war es geplant vom Spiel, dachte ich. Gewisse Sachen müssen ja in einem Souls-like sein, wie sie halt sind, ne? Guck, so geht's auch. Ich glaube, das soll eine Wirbelsäule sein, was ich da laufe, ja. Die holen einen in die Welt, wenn sie einen hitten? Okay, das wusste ich ja auch nicht. Das ist crazy. Wieder was gelernt. Das spawnt hier nicht. Nice. Die spawnen anscheinend nur, wenn man das Item einsammelt. Never mind. Zurück! So. Und hier gibt es sogar die Möglichkeit, wieder rüber zu latschen. Perfekt. Gut. Ah, hier war nicht hier irgendwo noch eine Leiter? Da vorne, oder? Aber glaub nur in der Totenwelt. Und wir haben ja den Schlüssel bekommen. Schild des blutroten Rektors. Ach, das ist jetzt hier der Shortcut, bestimmt. Ja, das ist der Shortcut zur Hubbase. Ja, okay. Also haben wir das schon mal aufgemacht. Wo war der Schlüssel denn noch gefragt? Ach Mann, ich bin so sauer, dass ich die Ressourcen verloren habe. Das waren, glaube ich, 2 Level. Ups. Mann. Gleich schlage ich erstmal ein paar NPCs in der Hubbase. Gibt's eine Demo? Weiß nicht, Bro. Keine Ahnung. Hier? Hallo? Aha. Oh, wo sind wir denn jetzt? Ach, wir sind hier. Aha. Okay. Und die Türe war es auch, oder? Das waren die einzigen beiden Türen, die wir öffnen konnten, right?